Am Mittwoch, den 29. März, wurde von einem unbekannten Täter illegal Benzin in die öffentliche Entwässerungsanlage in der Straße am Tornei in Wismar eingeleitet. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Tat zwischen 10 und 14 Uhr begangen. Durch Analyse des Kanalnetzes vom Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt konnte der genaue Tatort festgestellt werden. Das vergiftete Grauwasser wurde über die Kläranlage gereinigt. Leicht entzündbare Stoffe in der Kanalisation sorgen für eine erhöhte Explosionsgefahr. Zusätzlich wird die Umwelt gefährdet. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise, um die Tat aufzuklären.